Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TL2 im Ranglistenmodus. Oben gegen Angriff am Start. Aber ich glaube, ich nehme das nicht. Ich werde hier auf die klassische Burg gehen. Die ist immer gut. Welcome to Nova. Das nehmen wir mit. Vier magischen Schaden ist am Start. Kaulquappen finde ich kacke. Aber die werden wir zum Teufelsfischen machen. Da haben wir noch ein bisschen Tankpower. Und werden hier den klassischen Blumenstart machen. Lass mich mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Wir gehen mal hier hin. Einfach, dass wir ein bisschen Abstand haben. Wenn ich vorne noch Tanks hinstellen möchte. Wir machen Upgrade. Und dann geht's los. Okay, Angler bauen. Okay, eine Daphne. Daphne Start habe ich auch selten gesehen. Ist natürlich guter Single Target Damage. Nehme jetzt die erste Seeschlange schon mit. Weiteres King Upgrade. Die Seeschlange ist schon sehr gut. Naja, gerade mit den Mantas kann man viel machen. Blocken guten Schaden. Nehmen wir den Teufelsfisch mit. Das passt. Noch weiter King Upgrades. Er sammelt. Auf was sammelt er denn? Das ist die Preisfrage. Okay, noch ein Waldläufer. Solange er jetzt Early sammelt, baue ich jetzt keinen Walker. Und gehe dann direkt 2, wenn ich geschickt bekomme. Hat auf Nikomata ein Turtle geschickt, das bringt natürlich nicht so viel. Ja, aber die können wir ganz gut mitnehmen als Frontline-Tanks und ein bisschen den Sandachsen auch mal ganz vorne hinpacken. Macht auf jeden Fall Sinn. Nehmen wir den Magic Damage mit vom King. Sammelt immer noch. Was machen wir denn da? Also auf 5 zu schicken, wenn er auf 5 schickt, wäre es schon sehr dumm. Ich glaube, der will mir auf 6 was schicken. Hauen wir noch eine zweite Blume rein. Kriege ich noch Upgrade? Ja. Kriegen wir noch hin. Also ich glaube, er will auf 6 schicken.
Er hat jetzt einen Hirn mitgeschickt. Obwohl ich Seeschlangen habe. Hör mit weg. Okay. Ich hatte zu viel erwartet. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Hör mit extra auf Seeschlangen zu schicken. Und dann einfach auch noch auf die Wave, wo ich Magic Damage habe mit meiner Blume und dem Teufelsfisch. Das macht sehr wenig Sinn. So, wir gucken mal. Okay, auf Stichwaves wäre er gut. Ich habe hier erstmal die Safe-Variante mitgenommen. Vollkommen klar. Können jetzt mit dem Eindringling mitgehen. Magischer Schaden, leichte Verteidigung. Ich hau mal eine Hexe mit rein. Er schickt hier schon fleißig. Aber es hat ihm natürlich nichts gebracht, so lange zu sammeln. Um mir dann Kacke zu schicken. Das macht keinen Sinn. Das hat natürlich auch ordentlich eingebüßt. Hat nichts rausgekriegt. Und das ganze Einkommen hat er verloren. Beide durch. Ja, die Echse hat es gerissen. Deswegen immer die Gegner analysieren. Was bauen die? Was würde Sinn machen zu schicken? Damit eben hier die Söldner nicht einfach so sterben, ohne was zu können. Wir müssen hier mit Seeschlangen gehen. Weil da kriegen wir tatsächlich nicht so viel raus. Dann geben wir hier noch ein paar Kaulquappen. Weil die Wave wird ein bisschen härter. 9 ist gut für mich. Ja, Echsen sofort weg. Die Hörtler hat aber gute Arbeit geleistet. Ich muss jetzt die Seeschlange rausholen. Aber es sieht gut aus. Ja, 9 ist wirklich ein super Wave für mich. Aber für ihn jetzt nicht unbedingt. Weil er Zeus da nicht so viel machen kann. Ja, er hält das. Er regeneriert. Der hat schon den Lebensbaum. Das ist doch was. So, mal kurz hier gucken. 185 brauchen wir. Das wir hauen einfach noch eine Seeschlange rein. Gönnen uns noch einen Worker im besten Fall. Außer der schickt jetzt gar nichts, dann nehme ich den wieder raus. Dann haben wir auf neuen ordentlich was rein. Und dann haben die schon ganz schön zu kämpfen. Er hat nur Stichschaden bis jetzt. Okay, er hat geschickt eine Turtle. Macht ja auch Sinn mit dem magischen Schaden hier vorne. Hat einen Grawl, aber der ist zu vernachlässigen. Deswegen haben wir einen Packleader rein. Wir können natürlich die Echse auch noch mitnehmen. Der regeneriert aber richtig hart. Also diesmal hat er es nicht geschafft, aber der hat schon stark gegengehalten. Also das darf man nicht vernachlässigen. Ich glaube, ich werde noch. Also ich könnte noch ein Robo reinhauen für den Grawl. In der Bauphase. Das kriege ich noch hin.
Er geht auf jeden Fall noch mit raus. Upgrade können wir uns nicht leisten. Wir nehmen den Manta. Manta-Eindringling. Nimm die Schnecke noch mit. Und das sollte ihn schon ganz schön wehtun. Okay, er hat Wichtel geschickt. Ein Schwein. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber das Schwein ist down. Seeschlange steht zu nah an den anderen Einheiten dran. Holy shit. Holy shit. Ah, die Frage ist, ob ich es schaffe. Aber ich kann auf jeden Fall zwei Worker pushen. Ne, ich schaff's nicht. Aber der wird das schon kappern. Ach du Scheiße. Haben wir Riesenschrecken? Nee, leider nicht. Aber wir können Söldnerzeit gehen. Das können wir machen. So passt das. Der tiefen Seeschlängler. Ich hab schon nie drauf geachtet, dass der so heißt. Der tiefen Seeschlängler. Das ist doch was. Klar, wenn ich jetzt auf 11 noch Dinos mit reinschicke. Okay, Upgrades gemacht. Dann habe ich noch mehr Stichschaden. Er hat das Schwein. Aber das sollte relativ schnell sterben. Aber wir werfen mal die Blume auf. Noch mehr Seeschlangen dazu. Ein Robo mit rein. Der Groll ist weg. Hat dafür das Schwein gebaut wahrscheinlich. Ja, nehmen wir die Schnecken noch mit. Das passt. Na dann. King Upgrade. Doppelschwein. Okay. Hat den verstärkt. Ist aber auch ganz schnell weg. Und relativ viele Daphnen. Dadurch komme ich trotzdem. Sieht hier drüben aus, auch ganz gut, ja. Das wird aber nicht reichen. Die King Upgrades haben das schon rausgerissen. Ich schicke natürlich jetzt nochmal nach, weil es nochmal eine Stichwave ist. Dass wir im besten Fall noch was rausreißen können. Blume als Tank. Gutes Upgrade. Den nehmen wir mit. Ich meine, die haben entweder Söldnerzeit genommen. Kleinen Cent. Es könnte noch ein großer Cent kommen. Bei 80 scheint mir ein bisschen wenig zu sein. Oder Gegenangriff oder Darlehen. Darlehen glaube ich fast gar nicht. Ich glaube eher daran, dass einer Gegenangriff genommen hat. Das scheint mir irgendwie sinnvoller zu sein. Auf 14 willst du schicken. Dann lass uns doch lieber 15 machen.
15 macht mehr Sinn. Und der blockt das hier einfach weg. Ja, 15 macht auf jeden Fall mehr Sinn. Mal jetzt hier ein Orchidee-Upgrade. Können natürlich noch eine weitere Seeschlange bauen. Fast 20 Worker. Haben den King aber nicht verbessert. Das heißt, wenn wir einmal fett verkacken, dann können die wieder zurückkommen. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Weil im besten Fall wenden wir das dann relativ flott. Ja. Okay, die kacken schnell ab. So, der Manta, der macht schon gute Arbeit. Die Blume hält auch echt lange. Ja, das halte ich. Das kann ich allerdings nicht. Okay, hat auch durchgelassen, aber ich habe nichts geschickt. Ja, das geht noch. Long Saber 15 und dann sollte Schluss sein. Schamane mit rein und dann ist Feierabend. So, ich werte den Manta hier auf. Und gehe lieber noch mal eine Seeschlange mehr. Weil ich sehr viel magischen Schaden habe und das mit Arcaner Verteidigung ist es schwierig. Da gehe ich lieber auf die sichere Variante. Gerade die Blumen kacken halt auch sehr schnell ab. Die können dagegen nicht viel machen. Das ist alles Magic Damage hier. Aber Seeschlangen sind schon sehr stark. Ja, die kacken alle ab. Er schickt immer noch Echsen rein. Irgendwie glaube ich, dass er das nicht so verstanden hat, wie die funktionieren. Wie gesagt, das könnte ich jetzt nicht halten. Gehe ich von aus. Okay, hält auch nicht. Das ist nicht ganz viel. Wir schicken den Schaman rein. Dann gehen wir einfach Tanks mit. Frontline. Mit rein. Hier haben wir jetzt den Dachs hin. Direkt aufgewertet. Und dann nehmen wir noch einen Ninja. Hier haben wir mal 5 rein. Nehmen wir die auch mit. 100 kriege ich noch zusammen. Nehmen wir Hermit noch mit. Bisschen Regeneration, die eine Schnecke und Schluss. Moment, Sonntags steht. Schamane und Thaddeus machen alles fertig. So, Frontline weg. Millennium hat er hingestellt. Okay, es gibt nur noch Thaddeus. Er macht die ganz schnell weg, aber verliert ein bisschen Leben. Hier ist ordentlich was durchgekommen. Das sollte es gewesen sein. Das sollte es gewesen sein. Der Schamane. Zwei große Thaddeus. Hat mir die Leben. Jo, das war's. Victory. Gute Runde für mich. Für den Gegner nicht so gut. Der hat mich nicht gut genug analysiert und trotz Seeschlangen hat er immer wieder Ex und sowas geschickt. Ja, das macht keinen Sinn für einen Kämpfer. Ist einfach so. Naja gut, wollen weiter ohne Legion. Schaut doch gerne bei an, wie das vorbei ist. Ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt.
Bis dann, entspannter Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.